On the road again. Und damit guten Morgen. Es geht los, wir haben einen Plan. Es geht zum Arches von Rahu. Das ist genau dieser Berg vom Panama. Und Wieland ist hier am Start. Wir sind vollgepackt, diesmal mit 2 Seilen, 6 bis 7 Tagen Essen. Alles ist am Start. Die letzten 2 Tage haben wir das gemacht. Prost. Ich weiß, das ist sehr viel Entspannung, aber das war auch dringend nötig und jetzt sind wir wieder bereit, hier voll in den Kampf zu ziehen. Also, let's go. Erstmal 3 Stunden Busfahrt oder länger. Angekommen. Oh, wir sind hier wieder am Hochhusten. Team Sick unterwegs. Angekommen. Yeah. Moin Meister. Sieht das schön aus? Das ist ja eine schöne Pflanze. Hat die feinste Mischung schon umgerührt. Das wird der Burner. Das wird so ein Hammer hier. Boah, Junge. Schmeiß die Scheiße hier rüber. Perfekt. Das ist doch mal ein richtiges Frühstück, um den Tag mit Energie zu starten. Auf dem täglichen Morgenspaziergang. Wir haben jetzt alles gepackt. Und wir gehen jetzt nochmal 1000 Höhenmeter oder mehr zum Basecamp vom Arches von Rahu. Jetzt wird hier erstmal noch lang stolziert, die ganze wundervolle Landschaft. Super leichter Rucksack. Das ist das Eilkommando hier unterwegs, um die Bergtouren zu ermöglichen von den Rich People. Die bezahlen 4000 Euro, um auf den Alfa Mayo hochzugehen. Lassen sich ihre ganze Scheiße hier hoch und runter schleppen. Aber die richtigen Männer, nämlich Wieland und ich, das sind sie. Wir schleppen unser Zeug selber, ja. Yeah. Genau. Der Unterschied ist auch, wenn du dir so eine Tour kaufst, ist die Chance, dass du auf dem Gipfel stehst, ungefähr 50%. Bei uns ist es auf jeden Fall 100%. Von daher. Genau, genau. Da hat er dann auch recht. So. Und zack, haben wir Blick auf den Arches von Rahu. Und wahrscheinlich geht es dann irgendwie hier so hoch. Ich weiß nicht wirklich, ob das stimmt. Ich werde gierig nach dem Geld, ich werde blind. Das fühlt sich brachial an. Diese Rucksäcke sind so schwer. Hier ist das Camp. Oh mein Gott. Wuhu! 5000 Meter. Wir sind super fertig. Dort ist Wasser. Schön, dass es nicht nur mir so geht. Oh, was für eine Landschaft. Wir haben hier gerade 2 Orangen gefunden. Boah, die sind sogar süß. Der Hammer. Kommen Sie mal mit. Heute Morgen in der Hektik. Da bin ich durchgekommen. Gut, das sieht doch professionell aus. Repariert. Das ist geiler Scheiß. Käse, Nudeln, Tomatensauce. Pervers. Und hiermit beenden wir unseren Tag. Die Sonne geht hier fast unter. Prost. Und morgen geht's dann 1000 Meter hier nach oben. Das wird eine Wucht. Bis morgen. Moin moin, 2 Uhr. Scheiße, ey. Mit den nassen Handschuhen. Herrlich. 1000 Höhenmeter, let's go. Geile Scheiße. Zuverlässige Schneebrücke. Schauen wir mal. Weiß ich ja nicht.
Nee, Diggi. Ich quer mal dort hinten rüber. Oh, weiß ich nicht. Bitte, bitte halte. Hat gehalten. Ich sah so, muss ja. Hier, das ist die Stufe. Und da müssen wir links vorbei. Ja, hoch geht's. Herrlich. Ja, jetzt geht's hier irgendwie hochgepullert hier in den Gipfel. Stimmt. Ja. So machen wir's. Sie fragen natürlich, wo lang. Keine Ahnung. So, Eisschraube ist drin. Ziemlich eisig. Wie ärgerlich. So ein Mist, dass hier schon wieder das Eis abbricht. Oh. Oh. Ich glaube, ich habe keine Kraft mehr. Wir sind jetzt hier beim Grat und ballern hier jetzt hoch. Oh mein Gott. Milan ist hier mies sketchy am Klettern. Man sieht das übelst bröckliger Schnee. Und Milan ballert durch. Keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist. Junge, ist das eine Gülle? Ja, hier geht's nach unten. Hallo, Sean. Gut gemacht. Alter. Oh, Scheiße, ey. Nicht so geil. Wieland, wie läuft's? Perfekt. Läuft super. Wir dachten, das wäre einfacher. Ist es aber nicht. Naja. Nutzt der nicht. Weiter geht's. So viel zu, wir sind fast am Gipfel. Junge, Gipfel. Das ist er, glaube ich, wirklich. Alter, was eine Tortur. Das haben wir zusammen getan. Herzlichen Glückwunsch. Alter, 6025 Meter. Leute, das war ja mal so schwer.
was gibt es Besseres als hier auf 6025 Meter ein schönes Stückchen Schokolade essen. Und dann machen wir uns gleich auf den Weg bergunter. Gregor war wie immer zu optimistisch. Der dachte, wir steigen heute noch ab und wieder auf zu einem anderen Zeltplatz. Ich glaube, das wird heute nichts. Nee. Alleine, weil wir schon übelst fertig sind und ich bin einfach nur froh, wenn wir heil unten ankommen. Oh ja. Schau mal, nicht über Seilende seilen, das ist ja auch schon mal was Gutes. Ich denke, den Knoten ins Seilende können wir schon machen. Aber wichtig wäre erstmal, dass die ganzen Firnenanker und Standuhren, die wir jetzt machen, alle halten. Ich sag mal so, wenn ihr das Video hier seht, dann haben wir es überlebt, dann ist alles gut. Genau. Da hinten ist der Tropikalki, da waren wir. Ich sag mal so, so eine Landschaft gibt es in Neißenmünde nicht. Da kann es nicht mithalten, leider. Muss ich so sagen. Sachsen auch nicht. Obwohl, Sächsische Schweiz ist natürlich auch eine gute Landschaft. Naja. Hier seid ihr mal Zeuge von sketchy Shit. Und zwar seilen wir an irgendwelchen Pickets und Firnenankern ab. Und hoffen einfach mal, dass sie halten. Ich meine, die haben ja schon bei anderen Leuten gehalten. Und hier geht's jetzt runter. Aber Leute. Man dächte hochkommen, schwer genug. Aber runterkommen ist da natürlich auch noch eine Nummer, ey. Wirklich. Das hält alles. Ganz professionell wurde mit zwei Eisschrauben so eine Sanduhr im Eis gebaut. Und wir haben es noch gebackupt, aber das hält alles gut. Das heißt, wenn ich runtergehe, dann kann ich die Backups hier rausnehmen und das hält tatsächlich. Nur ein bisschen sketchy, aber naja. Die Schlingel sind nicht durchs Loch. Ja, ich probiere das schon übelst lange hier. Im Seil verfängt sich hier an jeder Zacke, ist mega scheiße hier. Oh mein Gott, letzte Abseile geschafft. Jetzt ist wirklich nur noch runtergestapfe. Gott sei Dank war das ein Trip. Viel zu viel. Da kommt der eingeschwebt. Diesmal wirklich die letzte Abseile. So sieht jemand aus, der seit 15 Stunden unterwegs ist. Der endlich ins Zelt kommen möchte, schön Tee trinken, schönes warmes Essen. Das wäre was, du. Das wäre was, ja. Oh. Letzten Sonnenlicht ankommen. Jetzt reicht ich hier 15 Stunden unterwegs. Boah, sind wir fertig. Also das war eine Tour. Hinten leuchten noch die Berge. Herrlich. Wir haben wirklich heute Morgen nur ein bisschen Pudding gegessen und irgendwie gefühlt 3-4 Riegel und das war's. Und wir haben einfach richtig Hunger. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Like und subscribe. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.